eigentlich müssten wir uns ja jetzt hinlegen. Warum? Das wirst du gleich sehen. Mega spannend. Schön, dass du wieder da bist. Sei mir herzlich gegrüßt. Und auch du, liebe Kerstin, sei mir herzlich gegrüßt. Kerstin Vespermann ist wieder zu Gast bei mir. Und wir haben heute was ganz Besonderes auf der Agenda stehen. Kerstin, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Eine ganz große Ehre für mich. Und ich wollte heute mal eine kleine Meditation zum Thema Yoga Nidra anbieten. Warum das so empfehlenswert ist, das werden wir nachher noch erklären. Und genau. Da möchte ich dich einfach mal fragen. Besser ist, glaube ich, wenn wir es vorher alles erklären, damit wir dann nach der Meditation es auslaufen lassen können, noch zwei ruhige Worte und dann in die Delfinmusik gehen, damit wir in der Schwingung bleiben können. Was ist Yoga Nidra genau? Das möchte ich jetzt schon vorweg wissen. Ja. Ich glaube, du auch. Stimmt's? Dachte ich mir. Genau. Vorab noch mal ganz kurz zum Thema Yoga. Was ist eigentlich Yoga? Fangen wir da mal an. Yoga ist, wenn alle Bewegungen des Geistes zur Ruhe kommen. Und aus dieser Stille und Leere heraus hat praktisch der Kosmos, das Universum, eine Chance einzufließen in das Selbst, zum Selbst zu kommen, weg vom Ego, hin zum Herzen, hin zur Ruhe, hin zum Herzensleben. Das ist ja praktisch die Methode. Und Yoga Nidra ist ein Teil davon. Und zwar, es ist über 5000 Jahre alt. Das sind dann die ältesten Aufzeichnungen spiritueller Art. Und Yoga Nidra ist die spezielle Meditationsform davon. Sie beinhaltet, dass der Alpha-Zustand eingesetzt wird. Das heißt, zwischen Wach und Schlaf ist so die Grenze. Und da kommt diese absolute Leere, diese Stille, diese Beruhigung des Geistes. Und da wird angeknüpft, indem man ein sogenanntes Sankalpa setzt, also einen Samen, einen Entschluss. Und ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, wartet ein bisschen ab, es kann dauern. Man denkt schon, naja, es hat ja wieder nicht geklappt. Also das, naja, dieses Yoga, da ist ja sowieso nichts dran. Aber merkt es euch gut, schreibt es euch auf. Ich sage, ich habe auch nicht dran geglaubt und ich habe es dann erfahren. Und das ist ja das Schönste, dass ich dann dachte, das ist jetzt, ja, ich habe es fast vergessen. Fast ein Jahr später hat sich mein Wunsch tatsächlich erfüllt. Ein ganz ungewöhnlicher Wunsch. Ich stand auf einer größeren Bühne. Als ich davor stand und mir das gezeigt wurde, habe ich gesagt, oh Gott, ich möchte das gar nicht mehr machen. Ich habe es dann aber doch gemacht, es war auch toll. Aber das hatte ich mir gewünscht. Und das hat halt Monate gedauert und dann kam auf einmal so ein Auftrag aus dem Nichts auf mich zu und ich stand dann da und hinterher habe ich gedacht, stimmt, genau die Szene habe ich mir bildhaft vorgestellt im Yoga Nidra. Ich hatte es nur glatt vergessen. Also hinterher hat man dann so dieses Bewusstsein, Bewusstsein ist ja sowieso das A und O, dass sich das erfüllt hat. Yoga wirkt auch, selbst wenn man nicht dran glaubt. Ich habe auch nicht dran geglaubt. Ich praktiziere das jetzt fast 20 Jahre lang und anfangs habe ich es nur des Sportes wegen getan. Also ich wusste zwar, es umfasst mehr, aber mir hat das gereicht, Gymnastik, ne? Weil ich Sport mag ich nicht so, aber das war ruhiger und das habe ich dann gemacht. Also ich habe selber nicht dran geglaubt und die Wirkung kommt dann durch die Erfahrung, durch das Tun, weil das ganze Hormonsystem sich umstellt, die ganze Psyche stellt sich um und das hat wieder Einfluss auf alle Organe, auf den Blutkreislauf. So dass die Wirkung kommt, ob man es möchte oder nicht, mehr oder weniger. Ne, man möchte es ja klar, aber genau. Also, und dann denkt man so, oha, da ist vielleicht dann doch ein bisschen mehr dahinter. Und ich hoffe, die Erfahrung macht dann der Zuschauer auch. Yoga Nidra heißt ja eigentlich der Schlaf der Yogis. Und deswegen sagte ich ja am Anfang das so witzig mit, komm, wir legen uns hin. Man kann diese Meditation sowohl im Liegen als auch im Sitzen machen. Das hast du extra vorher recherchiert, das ist wunderbar, denn wir machen sie jetzt hier definitiv im Sitzen, weil es besser ist, hier im Studio. Und du kannst dich aber ruhig hinlegen, wenn du möchtest. Das überlassen wir vollkommen dir und die Meditation dann im Liegen genießen. Und am Ende holen wir dich dann auch ganz sanft wieder da raus. Kerstin. Gut. War das alles Erklärende? Haben wir noch das? Das haben wir jetzt das Wichtigste. Ganz kurz noch zu diesem Samen, wenn ich das dann ansage in der Meditation. Dann überlegt euch jetzt zu Hause, welchen Samen möchte ich setzen? Ich bin vital und gesund, also nicht eine Negation. Ich möchte nicht rauchen oder so, sondern sagen, ich sehe mich als Nichtraucher oder ich fühle meine Vitalität und bin glücklich.
also als ob das schon erfüllt wurde, und sich alles auch bildhaft vorzustellen. Und auch wenn ich jetzt die verschiedenen Körperteile anspreche, auch gedanklich da reingehen. Nichts bewegen, alles geschieht in kompletter Ruhe, ne? Aber gedanklich immer versuchen, da so kurz mit reinzugehen. Dadurch ist auch eine Aktivierung, die da stattfindet. Ja, dann haben wir das Wichtigste. Jeder hat sich jetzt sein Sankalpa schon mal überlegt. Und, also ein Wunsch ist das. Ein Wunsch. Ein Wunsch, ein Entschluss, der ein mir Wunsch wichtig ist und der sich dann erfüllen soll. Genau, der sich erfüllen soll. Ganz grob nochmal, ich spreche jetzt die Körperteile an. Das ist so ähnlich wie so eine autonomes Training. Das ist so eine Art Körperreise. Wir fangen unten am Fuß an. Ich spreche dann alle Körperteile einmal durch. Ihr geht da gedanklich mit rein. Dann wird das Sankalpa gesagt, dreimal. Dann zählen wir rückwärts von 20 auf 0. Und dann gibt es noch so eine archetypische Bilderreise. Ihr hört dann, was ich dann sage. Und danach wird das Sankalpa nochmal wiederholt und anschließend gehen wir dann raus. Also so ist jetzt diese Meditation angedacht. Wunderbar. Ja, dann nimm jetzt deine Meditationshaltung ein. So ganz locker, entspann dich. Und dann lausche jetzt den Worten von Kerstin. Ich bin mir bewusst, ich übe jetzt Yoga Nidra. Ich atme einmal ganz still ein, sodass sich die Bauchdecke nach oben wölbt, halten und atme ganz weich wieder aus. Nochmal ein, nochmal aus. Mein ganzer Körper liegt weich und entspannt auf dem Boden. Ich spüre die Unterlage. Der rechte Fuß liegt weich und entspannt auf. Der große Zeh, der daneben liegende Zeh, der dritte Zeh, vierter, fünfter. Die Fußsohle. Ich spüre meine Fußsohle. Die Ferse liegt ganz entspannt auf dem Boden auf. Der ganze Fuß liegt auf. Die Wade. Die rechte Wade liegt auf. Kniekehle wird ganz warm und entspannt. Der Oberschenkel entspannt sich. Das ganze rechte Bein liegt locker und entspannt auf. Das ganze rechte Bein. Die Hüfte hat Zeit zu zirkulieren und aufzuliegen. Die rechte Hüfte. Ich atme nochmal ein und nochmal aus. Der rechte Rippenboden. Ich spüre dort hinein. Die rechte Schulter liegt locker und entspannt auf dem Boden. Der rechte Oberarm entspannt sich. Der Ellbogen, der rechte, liegt auf dem Boden auf. Das rechte Handgelenk spüre ich rein. Die rechte Handinnenfläche wird ganz warm. Der rechte Daumen
gehe ich gedanklich rein. Der Zeigefinger, der Mittelfinger, der rechte Ringfinger, der rechte kleine Finger. Die ganze rechte Hand wird schön warm. Die ganze rechte Hand. Der ganze rechte Arm liegt auf dem Boden auf. Der Kopf liegt locker und entspannt auf dem Boden auf. Ganz frisch und entspannt liegt der Kopf auf dem Boden auf. Die linke Schulter spüre ich hinein. Der linke Oberarm ist ganz warm und entspannt. Der linke Unterarm liegt weich und entspannt auf. Das linke Handgelenk und die Handinnenfläche werden ganz schön warm. Der linke Daumen ist locker. Der linke Zeigefinger. Der linke Ringfinger. Der linke Mittelfinger. Und der linke kleine Finger liegt locker und entspannt auf dem Boden auf. Der ganze linke Arm wird wunderbar vom Blutkreislauf zirkuliert. Der linke Rippenbogen liegt auf dem Boden auf. Die linke Hüfte liegt locker und entspannt auf dem Boden auf. Der linke Oberschenkel, das linke Knie liegt locker und entspannt auf. Der linke Unterschenkel liegt schön warm auf. Die linke Ferse. Ich spüre meine Fußsohle. Die Fußsohle wird schön warm. Der linke große Zeh. Der zweite Zeh. Der dritte. Der vierte kleine Zeh. Liegt locker und entspannt auf. Der ganze Körper liegt wunderbar entspannt auf dem Boden auf. Ich entscheide mich für meinen Sankalpa und spreche es mir innerlich dreimal vor. Wir atmen jetzt ab 20 ein, 20 ausatmen, 19 ein, 19 ausatmen, ab jetzt 20 ein, 20 aus, 19 ein, 19 aus, 18 ein. 18 aus, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
hin. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Wir befinden uns in einer wunderschönen weißen Schneelandschaft. Gehen durch den Schnee. Wir sehen eine alte ägyptische Pyramide bei Sonnenuntergang. Wir schauen auf die Wellen des Ozeans. Wir sehen in eine brennende Kerze. Wir sind an einer kleinen Dorfkirche. Nochmal das Sankalpa wiederholen. Langsam gehe ich zurück in meinen Körper. Ich finde mich wieder in meinem Körper. Ich fühle mich wohl in meinem Körper, in meiner Haut. Nochmal tief einatmen. Langsam bewege ich die Füße, Hände, kehre ganz ins Hier und Jetzt zurück und bedanke mich. Namaste. Dankeschön, liebe Kerstin. Wir bleiben noch ein bisschen in der Schwingung und du kannst dich jetzt auch noch weiter ein bisschen entspannen, du kannst liegen bleiben. Die Delfinmusik läuft schon im Hintergrund und schwimm noch ein wenig mit den Delfinen und denk noch ein wenig an deinen Wunsch. Und in dem Sinne senden die Kerstin und ich dir von hier aus wieder alles Liebe.